So, neben der Theorie, wie aus, in der Ortskurve aus einer Geraden ein Kreis wird, gibt es aber auch eine praktische und grafische Komponente. Fangen wir einfach mal an. Ich mache es jetzt nur schematisch mit dem üblichen Koordinatenkreuz. So, hier haben wir dann den Realteil, J Imaginärteil. Und wir nehmen als allererstes mal die Gerade uns vor. So. Die wir jetzt hier meinetwegen senkrecht nach oben malen. So, was wir schon wissen ist, das wird ein Kreis durch den Ursprung. Nun, was wir als allererstes brauchen, ist der Punkt mit dem minimalen Abstand zum Ursprung. Das ist der Ursprung 0. Also der Punkt mit dem minimalen Abstand zum Ursprung ist in diesem Fall der hier. Das nennen wir Y, dann ist das hier Y min. Und der wird natürlich transformiert bei 1 durch Y min. Naja, auf den Punkt, der am weitesten weggeht. Also Z max ist gleich 1 durch Betrag Y min. Den können wir jetzt, ich mache es in einer anderen Farbe, einfach mal hier hinmalen. So, wenn wir den haben, dann stellt sich als nächstes die Frage, wo ist denn der minimale Punkt? Nun, der kommt daher, wo hier das Y max war. Das ist hier natürlich gleich unendlich. Und Z min ist gleich 1 durch Y max, während der dahin transformiert wird, mit 1 durch, wird der hier dahin transformiert, mit 1 durch. So, was ist jetzt die Ortskurve? Und die Ortskurve ist zunächst mal ein Kreis, aber das war ja nur eine halbe Gerade, also warum soll es ein ganzer Kreis werden? So, wir müssen noch eines sehen, nämlich, dass die Phasen ja nur negativ werden können. Ups, passt nicht ganz. So, jetzt. Ich zeige das gleich mal nach. Wenn wir hier eine Phase positiv haben, dann wird das mit 1 durch ja zu genau derselben negativen Phase. So, dass wir hier den Halbkreis haben. Wenn der hier so rumlief, wird der genau andersrum laufen, nämlich von Y und Min startend. Meinetwegen mit hier dem Parameter P und hier dem anderen Parameter P. Was haben wir also getan? Erstens bestimme Punkt mit maximalen Abstand vom Ursprung. Und den mit minimalem Abstand vom Ursprung. Und dann wende diese entsprechenden Formeln an. Machen wir das Ganze zweitens etwas allgemeiner. Das macht es nicht sonderlich viel schwerer. Die Lage wird nur etwas anders. Wieder das Koordinatensystem. So, jetzt legen wir hier eine allgemeine Gerade durch. Boah, meinetwegen so. Ich kann das meinetwegen auch ganz leuer, ich hätte sie blau machen sollen. Ich kann das auch meinetwegen ganz durchlaufen.
Und die nennen wir wieder y. Meinetwegen läuft p nach hier. Hier haben wir den Realteil, hier j Imaginärteil. Dann suchen wir den minimalen Abstand. Das ist genau da, wo das Ganze eine Verbindungsgerade zum Ursprung senkrecht auf der Geraden steht. Y min geht auf. Meinetwegen dieses. Halt eben nicht Z max. Minus Phi min. Das war Phi min. Geben wir uns hier mal. So. Das hier, wir wissen nach wie vor, es geht durch den Ursprung durch, weil ja das Y max unendlich war. Das müssen wir jetzt hier nicht mehr rausfinden. Das ist ja eine Gerade, die hat ja immer eine, mindestens eine Seite, die auf unendlich geht. Und dann haben wir hier. Die Ortskurve können wir auch noch einen Realteil dran schreiben, den gibt es auch noch in Rot. Dort im Imaginärteil gibt es auch noch in Rot. Und hier jetzt nochmal nachgezeichnet der Kreis als Ursprung. Das hier war unser Z-Max, der Punkt. Und wenn wir uns mal nachgucken, wie in welche Richtung P jetzt läuft, dann wird hier der Winkel größer, das heißt, es muss in diese Richtung laufen, das P. Als letzten Punkt hier noch die Inversion des Kreises. Das Vorgehen ist wieder das gleiche. Zack. Zack. Wir gönnen uns hier mal einen Mittelpunkt irgendwo hier. M. So. Ein Kreis. Wir suchen uns den minimalen Punkt und den maximalen Punkt. Max. Ich spiegel die Gerade. Das ist noch nicht der Mittelpunkt. Ich spiegel die Gerade hier runter. So, und irgendwo hier liegt der Mittelpunkt. Zwar muss ich jetzt mal ein bisschen aufpassen, dass ich da die Konstruktion nicht versaue. Alles mal so. Genau, da legen wir mal hin. M. Und dann haben wir wieder einen Kreis. Falsch. So. Dann haben wir hier wieder einen Kreis. So. Da habe ich jetzt ein bisschen aufpassen müssen. Unser Z-Max.
ISZ-Min, denn wir hatten hier, das war ein bisschen ungeschickt gezeichnet vielleicht, wir hatten hier natürlich einen Punkt mit Nullphase hier, den muss es auch da wieder geben. Diese Punkte müssen ja auch einander entsprechen, sodass wir jetzt hier diese Ortskurve auf dem Kreis haben. Was entscheidend ist für Ortskurven, ist, dass man das übt, dass man diese Konstruktion noch ein bisschen übt und auch durchdringt. Das ist auch der Lerneffekt. Realteil von Z, J, Imaginärteil von Z. Dass man wirklich durchdringt, was hier passiert. Und das hilft einem später. Und das ist der eigentliche Sinn der Übung hier natürlich dabei, welche Ortskurven auch wirklich interpretieren zu können und verstehen zu können, was im Detail bei Ortskurven vor sich geht.